Hallo und herzlich willkommen zum dritten von zwei Teilen von unserer Kooperation, dem Fotokrempel-Zeitreise. Ihr wisst, und wir reden über Canon und ja, Steffen, gehen wir doch gleich weiter. Wir machen ganz schnell weiter, damit wir nicht fünf Teile brauchen. Ja, genau, denn wir haben noch was vor uns. Ja, wir haben in den letzten zwei Teilen ja schon festgestellt, dass Canon ab einem gewissen Zeitpunkt, ich sag mal so Anfang der 60er Jahre, irgendwie so ein bisschen heiß gelaufen ist und einfach jede Woche Krempel rausgeschmissen hat. Und das machen die weiter. Also wir sind jetzt Mitte der 60er Richtung 70er Jahre. Mhm. Und Automatisierung war ein Thema. Die Leute wollten immer einfacher fotografieren. Ja. Und das setzt sich dann in allen Bereichen durch. Ne? Also nicht nur in der Fotografie, sondern auch bei den Super 8 Filmkameras. Ah, auch da Belichtungsautomatik, Zoom. All das wollen die Leute haben. Also immer mehr Komfort. Es geht nicht mehr einfach darum, ein Bild zu machen, sondern jetzt das Bild entspannt und gemütlich und schnell zu machen. Mhm. Die Produktpalette wird immer weiter ausgebaut, diversifiziert, nennt man das, glaube ich. Und dann kam zum Beispiel auch die Canon XEX auf den Markt. Ein komplett vom sonstigen Portfolio losgelöste Kamera mit drei eigenen Objektiven, aber dafür extrem billig. Mhm. So konnte jeder Spiegelreflex fotografieren. Ne? Denn Spiegelreflex war das Ding. Also ein ernsthafter Fotograf warst du mit einer Spiegelreflexkamera. Also war da schon die Messrohrkamera mehr abgelöst? Dann die waren durch in dem Thema. Also außer bei Kompaktkameras, da lief das noch weiter. Aber im professionellen Bereich war alles Spiegelreflex. Okay. Nikon FE war dann auch schon seit fünf Jahren auf dem Markt. Minolta war da auch schon dann da. Genau, also da war nichts mehr mit zu gewinnen. In anderen Bereichen sehr wohl. Und auch da wieder immer mehr Elektronik. Die erste Kamera, die in der Lage war, ein Datum einzubelichten, das ist auch so ein Feature, was kein Fotograf haben möchte, aber damals, so gerade Familienbilder oder sowas, da wollte man wissen, wann habe ich das denn eigentlich gemacht, weil so ein Film, der hielt auch mal ein, zwei Jahre in der Kamera. Und war denn der Geburtstag von der Tante Erna nochmal? Er war doch letztes Jahr, war vorletztes Jahr, hör doch auf, so ein Tenevri hier auf dem Bild steht drauf. Ach so. Ja, und heute wieder neuer Trend auf Instagram, wenn man das als Filter einblendet. Richtig. Die haben ja so eine, du hast völlig recht. Also die Canon Date E war die erste Kamera, die tatsächlich ohne Datenrückwand direkt mit Drehrädern auf der Vorderseite das Datum einbelichten konnte. Noch nicht im LCD-Display, sondern noch mit gestanzten Masken. Aber immerhin war auf dem Bild dann das Datum zu sehen. Eine sinnvolle Innovation. Im professionellen Lager die erste Kinokamera 16 mm Film mit Tonaufzeichnung. Okay. Noch nicht auf dem Film selber drauf, obwohl das nachher drauf kopiert wurde, aber der Ton wurde noch separat auf dem Magnetband aufgezeichnet, nachher auf den Film übertragen. Aber mit dem Punkt hat Canon dann eigentlich angefangen, im Bereich der professionellen Cinematografie auch Geräte zu entwickeln. Also auch das wissen viele Endanwender heute nicht, dass es von Canon auch heute noch eine sehr breite Palette von wirklich professionellen Cinekameras gibt, wird nicht nur alles mit RED gefilmt. Nee. Aber auch Objektive haben sie dann auch für Cine gebaut. Objektive machen sie immer noch. Ganz genau. Ja. Also da haben sie sich quasi aufgestellt in den professionellen Bereich rein. Mhm. Und auf der anderen Seite in den 70er Jahren dann diese Einfachkameras, Knipskameras, die man von Urlaub mitnehmen konnte, möglichst ohne Batterie. Dann kam auch diese Lehnzelle wieder zum Einsatz, zack, ums Objektiv rum. Dann kannst du draufdrücken, passt. Gab es irgendwas, was sie nicht gemacht haben? Gab es irgendwas, wo du drauf gestoßen und gesagt hast, da haben sie gar nichts in dem Segment gehabt? Mittelformat. Die haben nie auch nur eine einzige Mittelformatkamera gebaut. Ah ja. Nie mal versucht. Ach, das war wohl spannend. Mhm. Nicht mal in Klappfalterzeiten. Und woran denkst du, liegt das? Haben die das Format für tot gehalten? Oder? Ich glaube, dass sie in den professionellen Studiomarkt nicht rein wollten. Ja. Warum, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, weil sie da nicht die Besten werden konnten. Habe ich keine Informationen darüber, aber sie haben nie eine Mittelformatkamera gebaut. Stückzahlen sind ja auch nicht so hoch im Kräftemarkt. Wahrscheinlich ist das Problem. Genau. Dafür haben sie sich aber den Hauptprofimarkt, nämlich die Reportagefotografie, zugenommen. Jetzt können wir endlich mal wieder eine Kamera hier von dem Tisch nehmen. Nimm du mal einfach die F1 in die Hand, dann kann er die schon abfilmen. Ja, jetzt müssen wir das erkennen. Das müsste die hier sein. Das ist ein Trümmer. Edles Teil. So. Und die hat dann tatsächlich Nikon immer weiter das Leben schwer gemacht. Sie war fortschrittlicher als die F und die F2. Ist das richtig? Da kann man den Prismensucher rausmachen? Prismensucher kann man auch rausmachen, ja. Also genau wie bei Nikon.
Ich krieg's jetzt nicht hin, aber. Komm, nach hinten wegschieben. Ach so, okay. Hier auslösen und dann nach hinten wegschieben. Ah, okay. Vorteil von der F1 im Vergleich zu den Kameras von Nikon: der Belichtungsmesser war in der Kamera, nicht im Prisma. Ah ja. Das heißt also, du warst unabhängig vom Prisma, hattest du den Belichtungsmesser in der Kamera drin und hast dann keine komplexe Stromversorgung nach oben ins Prisma, wie es bei den Photomic-Suchern war, und konntest wesentlich einfacher Sucher wechseln und den Belichtungsmesser trotzdem mit allen Funktionen verwenden. Später bei der New F1 gab es dann auch einen AE-Finder, der dann gekuppelt war. Und da sieht man dann eine andere Herangehensweise von Canon. Die haben die F1 und die F1N gebaut und haben ihren Nutzern garantiert, wir ändern 10 Jahre nichts an der Funktionsweise. Wir werden diese Kamera nicht verändern. Wenn ihr euch darauf eingeschossen habt und die blind bedienen könnt, wir lassen das so. Mhm. Und als die New F1 kam, nach 10 Jahren, haben sie wieder gesagt, wir behalten alles bei. Wenn ihr die F1 bedienen konntet, die F1 New ist neuer, hat ein paar mehr Funktionen, modernere Technik, ja. Aber es bleibt bedientechnisch alles beim Alten. Auch bei Bayonet? Auch bei Bayonet, auch das machen wir wieder 10 Jahre. Okay. Bayonet ist gut, dass du das ansprichst, war der erste und einzige wirkliche Schwachpunkt bei dieser Kamera. Das Bayonet war eigentlich für die großen Linsen zu klein. Und dann hat es den Punkt gegeben, dass viele von den großen Teletüten da tatsächlich das Bayonet aus der Kamera gerissen haben. Oh. Ah, ja? Krass. Ja. Okay. Muss man die irgendwo entriegeln hier, dass man das runterbekommt? Ist das... Ist Breechlock, also einfach nur den Ring drehen und dann hast du es entriegelt. Okay. Und dann nach vorne abziehen. Ja. Ach, so rum funktioniert das. Das hat ja den Vorteil, dieses Breechlock ist eigentlich kein dummes System, weil ich muss mal eine Kamera suchen, die dieses Original Breechlock hat. In dem Moment, wo das Objektiv aussetzt, weil der Ring ja federgelagert ist, also ich habe das Objektiv, setze das hier an, achte auf den roten Punkt. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Der dreht sich von sich aus. Das Objektiv ist jetzt schon fest mit der Kamera verbunden. Ich muss es jetzt nur noch festziehen. Das heißt, wenn du da in deiner Reportage bist und schnell wechselst, dann fliegt es nicht einfach mal. Genau. Ich muss jetzt hier einfach an. Du musst ihn erst ganz spannend den roten, also ganz rüber drehen, den roten Punkt, dass der auch wirklich gespannt ist. So. Genau. Und dann draufsetzen und dann hat er so viel Federspannung, dass er sich ein Stück lang festdreht. Ja. Ah, der ist schon fest. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist eine abgefahrene Geschichte. Und das ist der Vorteil vom Breechlock. Ja. Ansonsten von vielen oft als unhandlich empfunden. Mhm. Weiterer Vorteil, wenn du dir andere Bajonette anguckst, die gedreht werden. Ich muss ja ein bisschen Luft lassen, damit ich das Ganze drehen kann. Mhm. Das kann ja nicht von Anfang an stramm sein. Du hast eine Abnutzung hier auf den Backen. Mhm. Erstmal hast du Spiel und dann musst du es verkanten quasi, indem du es festziehst. Ja. Und das hast du hier überhaupt nicht. Du hast keine Drehung zwischen Objektiv und Bajonett. Die beiden sitzen aufeinander und das Einzige, was sich dreht, ist der Ring. Mhm. Ja, hast also keine Abnutzung auf den Objektiv. Ja. Mhm. Aber war das jemals wirklich ein Problem bei einer Kamera, dass die kaputt gegangen ist, weil der Bajonettanschluss, der abgeschliffen war? Nehmen wir mal an, du bist mit so einer Nikon F im Kriegsgebiet irgendwo, wo sandig ist, unterwegs. Und machst du 70 Mal am Tag Objektiv an und ab. Mhm. Dann ist dein Bajonett am Ende wahrscheinlich schon so einen halben Millimeter dünner, als das am Anfang war. Der Pulitzerpreis ist nicht mehr erreichbar. Genau. Ja, ob das wirklich ein signifikantes Problem war. Man hat sich aber aus den Gründen dafür entschieden, das so zu machen. Man hat es ja nachher auch gelassen. Also nachher hat man wie alle anderen auch ein Drehbajonett gemacht. Hat auch im Prinzip den Vorteil, dass ich natürlich dadurch, dass ich jetzt die Positionen von allen Bedienelementen kenne, hier den Blendenübertrager und die entsprechenden Pinne zur Steuerung. Hiermit teilt die Kamera übrigens mit, was die maximal die minimale Blende ist. Also das, worüber wir im zweiten Teil mal gesprochen haben, mit den Informationen übergangen, das funktioniert hier rein mechanisch. Und da ich weiß, wo die Punkte sind, kann ich das auch sicher übertragen. Mhm. Das funktioniert bei den Drehbajonetten sehr viel schlechter. Also ist da zuverlässig für den Endgeber. Genau. Aber wenn du sagst mechanisch, dann heißt, da ist auch noch nicht viel, also für ein Belichtungsmesser wahrscheinlich eine Elektronik, oder ist der Verschluss auch schon elektronisch? Nein, der Verschluss von der Canon F ist rein mechanisch. Okay. Was ganz deutlich ist, ich habe ja hier gerade die EF in der Hand, das ist ja dann quasi das Pendant als zivile Version.
Eine sehr fortschrittliche Kamera mit einem Hybridverschluss. Alles bis zur halben Sekunde ist mechanisch. Wenn ich das hier aufziehe und eine... Also von den kurzen Belichtungszeiten aus. Ja. Ja, hörst du, ist eine mechanische Zeit. Ja. Und wenn ich jetzt auf eine Sekunde gehe, oder auf 2 Sekunden, dann geht hier eine LED an. 3,5 Sekunden sind jetzt elektronisch und dann kommt die halbe Sekunde Mechanik hinterher. Ach, das ist ja cool. Ja? Das heißt, jetzt, wenn die Batterie leer ist, kann ich hier mechanisch noch mit allen Zeiten außer den ganz langen. Ja. Und ganz lang heißt hier tatsächlich hoch bis 30 Sekunden. Wahnsinn. Ja? Also, die ich hier direkt anwählen kann. Und jetzt EF, das heißt, wir sind wo? Auch in derselben Zeit wie selbe Zeit, das, also die F ist 71 auf den Markt gekommen. Und die EF 73. Ah, okay. Man hat hier auf den wechselbaren Sucher verzichtet, hat einen anderen Verschluss eingebaut, eben diesen hybridgesteuerten Verschluss. Und ansonsten ist ja meine persönliche Lieblingskennkamera. Ah, ja. Weil Verschlusszeitenrad lässt sich von vorne wunderbar bedienen. Ist, ja. Das hat Nikon leider nicht ganz so schön. Das ist eine geile Kamera, ja. Kann man nicht anders sagen. Was haben wir denn zu derselben Zeit die großen Konkurrenten Nikon Minolta gemacht? Haben die auch was vergleichbar Gutes auf dem Markt gehabt? Ja, Minolta hatte kurze Zeit später dann die X1 am Start. Ich persönlich halte ja die Nikon Maten für hoffnungslos unterschätzt. Ah, ja. Also ich finde die Nikomat FTN, die mechanische Variante, ist, wenn man keinen Wechselsucher braucht, besser für Fotografen geeignet als jede F oder F2. Mhm. Weil leichter, besser, oder? Nee, kein Stück. Okay. Weniger Schnickschnack. Also wenn ich keinen Wechselsucher brauche, kann ich mir den ganzen TINF um den Wechselsucher sparen. Ich habe diesen riesen Aufbau von dem Photomic-Sucher nicht, sondern ich habe die Belichtungsmessung TTL im Gerät drin. Und die elektrische Variante, die Nikomat EL, die hatte auch schon Belichtungsautomatik und einen automatisch elektronisch gesteuerten Verschluss. Aber jetzt reden wir zu viel über Nikon, sonst kommen wir mit Kanon durch. Und fertig werden. Es ging bei Canon dann weiter, man hat alles mitgemacht. Ja. Man hat dann sogar Pocket-Kameras gebaut. Ja, die haben sie allerdings tatsächlich nicht verkauft. Ja. Also da haben die Leute eher Aquas und Kodak Pocket-Kameras gekauft. Haben sie dann überhaupt weitergemacht damit oder war es einmal ein Versuch? Die haben, glaube ich, 3 Stück gebaut. Ah, okay. Wobei die da dann auch wieder richtig auf den Putz gehauen haben und haben eine Pocket-Kamera mit Datumseinbelichtung gebaut. Das ist egal. Die wenn, muss ich haben. Wenn man es kann, dann kann man es. Da vielleicht aber sinnvoller, wenn man als Spion irgendwo ist und nicht mehr weiß, wann ich da war. Ja. Großer Meilenstein, haben wir gerade schon gesehen, sitzt nämlich hier vorne auf der EF drauf. Eins meiner absoluten Lieblingsobjektive, das erste industriell serienmäßig gefertigte asphärische Objektiv der Welt. Bei Leica hat man Asphären gefertigt, aber die mit der Hand geschliffen. Das Ding hier ist maschinell geschliffen. War bis dahin nur mit Handschliff zu erledigen. Ein 1.2 Objektiv. Und das konnte dementsprechend preiswert dann auch hergestellt werden, nehme ich an. Ne, preiswert war es nicht wirklich. Aber Nein, im Vergleich zu den Handgeschliffenen, weiß ich nicht. Ja? Ja. Also im Vergleich zu Leica-Linsen war es dann doch schon billig. Ja. Das ist definitiv. Was heißt denn asphärisch? Also was ist da der Vorteil dann? Ich empfehle dazu mein Video zum Meyer Optik Görlitz Primoplan anzuschauen. Mhm. Asphärisch und sphärisch, kurz erklärt. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Normalerweise bestehen Linsen immer aus Kugelabschnitten, also einer Sphäre. Ja. Wir wissen aber, dass Sphären Abbildungsfehler fördern, weil die Abbrechung an den dünneren Linsenaußenkanten anders ist als bei den dicken Linsenmitten. Mhm. Also treffen sich die Punkte nicht mehr an einem, die strahlen nicht mehr an einem Punkt und es entstehen unscharfe chromatische Aberrationen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte eine Linsen fertigen, die an den Rändern eine andere Wölbung, andere Brechung hat, als in der Mitte, also aus nicht einer Sphäre, sondern aus mehreren Sphären besteht,
dann kann ich dem entgegenwirken, habe also eine Korrekturebene mehr. Okay. Und deswegen sind, wenn es um Schärfe geht und um Verhinderung von Abbildungsfehlern, asphärische Linsen, sphärische Linsen immer überlegen. Okay. Aber schwerer zu fertigen. Ja. Ja, heute wird das meistens mit Kunststoff gemacht, hast eine sphärische Glaslinse, da kommt dann ein asphärischer Knupsi oben drauf. Also da kriegt quasi deine Linse kriegt eine Kontaktlinse. Alles klar. Ist nichts anderes. Also, okay. Ja. Du hast ein Objektiv und dann kommst du eine Kontaktlinse drauf und dann hast du Asphären. Cool. Ja. War das erste asphärisch serienmäßig hergestellte Objektiv. Zudem mit einer ordentlichen Lichtleistung. Ja, 1-2, das ist ja absolut brauchbar. Und dann kam 76 der absolute Paukenschlag, was dann Verkaufszahlen angeht. Die Canon AE-1 kam auf den Markt. Die erste Kamera, die von einem einzelnen Mikroprozessor gesteuert wurde. Okay. Sequenziell nur da Strom verbraucht hat, wo Strom verbraucht werden musste. Findest du hier irgendwo? Ja, hier da. Genau, die AE-1. Und das war dann die erste Kamera, die wirklich zu einem, ich weiß nicht, wie viele Millionen davon verkauft worden sind. Millionenseller wurde. Das ist, glaube ich, ja auch mal eine der beliebtesten bei den modernen Analog-YouTubern. Ja, absolut. Weil die auch, die ist ja bekannt. Ne? Also jeder hat mal irgendwann eine Canon AE-1 gehabt. Vor allem bei Mac OS, das Geräusch von einem Kameraauslöser ist ja die AE-1. Also, das wusste ich gar nicht. Das ist aber eine ohne Keuchhusten, ne? Eine ohne Keuchhusten, nee. Aber da hat der Sounddesigner seine gerade Lage gehabt und hat es aufgenommen. Ja. Was ich spannend finde, ich sehe jetzt hier immer noch Tuch. Billiger. Alles, was nicht über 1/1000 muss, kannst du viel billiger mit Tuch herstellen. Ah ja, weil also ich sag mal so, wir sind ja bei vielen anderen, glaube ich, in dieser Zeit ja längst bei Metall. Also Minolta ja, mit XG7 ist schon Ende der 60er ja auch umgestellt, oder? Auf Metall? Ja, aber bei der XG-Serie waren wieder Tuchverschlüsse drin. Ah, okay. Also hat das richtig, wenn ich das richtig sehe, ich guck nachher nochmal nach, aber ich meine bei der XG-Serie, also du hast zwei Trommeln und ein bisschen Stoff da drauf. Ist das finanziell günstiger oder warum? Okay, einfach. Viel einfacher herzustellen. Aber auch von der Zuverlässigkeit, ist das ein Problem oder ist das da... Für welchen Bereich sind die Kameras gefertigt worden? Ja, für Konsumer, für Heimnutzer. Ja, genau. Und da hast du nie solche Auslösezahlen. Jetzt überleg mal, du hast 36 Bilder pro Film. Wenn jetzt so eine Familie viel fotografiert hat, dann haben die 100 Filme durchgejagt? Ja, dann... Nee, generell. Über das Kameraleben. Ja, stimmt, so 100 Filme, das dauert ja schon lange. Ja. So, und jetzt musst du mal überlegen, das sind 360 Auslösungen. Oder? Habe ich das falsch? 3600. Aber trotzdem 3600 moderne Spiegelreflexkameras sind ja für über 100.000 Also da muss man sich über Zuverlässigkeit von dem Verschluss nada Gedanken machen. Okay. Macht kein, und dann ist, das ist der Preis natürlich sinnvoll. Absolut. Du willst ja um jeden Cent quasi in der Herstellung kämpfen. Wir werden mit Sicherheit, wenn wir im Osten sind, darüber noch reden, dass dieses, nee, das ist ja die falsche Kamera hier. Das ist ja so ein Pentacon-Patent hier, die Kunststoffkappen, die aussehen wie Metall. Ja. Die sind erst verkupfert und dann verchromt. Und fühlen sich an wie Metall. Ist ja auch eine echt Verchromung auf einer Metallschicht. Aber die Metallschicht ist nur auf das Plastik aufgedampft. Ne? Und die Leute haben immer noch gedacht, das sind solide verarbeitete Metallkameras. Spart aber mit Sicherheit pro Kamera so 1, 2, 3 Dollar hier oben Plastik zu verwenden zu können, anstatt Metall verwenden zu müssen. Das ist natürlich echt viel. Ja. Und so war es an der einen Stelle mal einen Dollar gespart, an der anderen Stelle ein Yen gespart. Und ich glaube, so ein Yen ist gar nicht so viel. Genau. Und dann konnte man die Kameras immer günstiger. Und zu der Zeit gab es ja auch, also wenn man in der Zeit in den Fotoladen gegangen wäre, Da waren ja nicht nur die Canons, Minoltas und die erste Garde der Kameras unterwegs, sondern kamen auch noch die Ricohs und die Konicas und was weiß ich was. Und dann noch die dritte Stufe, die ganzen Post und Revue und was weiß ich was, rebranded und von, ich weiß gar nicht, ich glaube, der bedeutendste Kamerahersteller der Welt ist am Ende wahrscheinlich sowieso Cosina. Also Cosina hat wahrscheinlich für alle Kameras gebaut und überall die Finger müssen immer, genau. Ja, Mitte der 70er sind wir und dann wurde es auch im Kompaktsektor spannender und interessanter. Blitz wurde eingebaut in die Kamera, in die zweite Canon Dietlux war dann schon ein Blitz eingebaut, den man ausfahren konnte. Die Canon A1 rundete das A-Familienspektrum nach oben hin ab, war dann Multiprogrammautomat. Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, hat also alles bedient.
Die Objektivserie oder Reihe wurde immer breiter. Das nächste Aspherical-Objektiv war ein 24-35 Zoom, auch hochleistungsfähig. Daraus wurde dann später die L-Serie, die kennen ja Milliarden eingebracht hat. Aber von den Bajonetten sind wir immer noch bei denen aus den 60er Jahren und haben sie mittlerweile den schon geändert? Das ist ein bisschen geändert worden. Es ist vom FL aufs FD-Bajonett gegangen. Mhm. Die sind aber sehr eng miteinander verwandt. Wir kommen zu dem großen Bruch jetzt relativ bald. Wir sind jetzt bei der Canon AV1. Mhm. 1979, da hat Canon dann seine erste Kamera, höre und staune, mit Zeitautomatik rausgebracht. Die Canon A1 hatte schon eine Zeitautomatik drin, aber die AV1 war der erste reine Zeitautomat im Canon 1979. So unwichtig war das bei Canon gehalten worden. Filmkameras passierte dann einiges. Jetzt hatten sie in der AI1 den Computerchip drin. Mhm. Hey, wieso nicht in eine Filmkamera auch einbauen? Auch das hat prima funktioniert. Und dann kam 1980 schon die erste Autofokus-Anwendung außerhalb von Kompaktkameras, nämlich bei einer Filmkamera. Da war dann auf einmal auch ein Autofokus-Modul verbaut, was tatsächlich das Objektiv mechanisch bedient hat. Die Canon UF1, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, 81, 10 Jahre nach, aber im Prinzip die verbessert, dieselbe Kamera, bloß nichts verändern. AFML, die erste Autofokus-Kompaktkamera von Canon, auch mit eingebautem Blitz. Ich bin mal gespannt, ob die funktioniert, ob ich eine Batterie reingetan habe. Tut's? Das ist ja ganz spannend. Also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann hat die ja eine relativ lichtstarke Optik mit 1,9 oder 1,8. Ja, richtig. 1,9, ja. Das ist ja, bringt das dann auch Leistung in dem Bereich oder ist das eher mau? Es ist ein Risiko, sagen wir es so. Warum haben die meisten Autofokus-Kompaktkameras Objektive mit 3,5 und 4,0? Ja. Weil der Autofokus nicht sonderlich genau ist. Ja. Ne? Je ungenauer. Sagt entweder nah Mensch oder Berge. Genau. Also du musst hier schon wesentlich genauer sein. Deswegen hat Canon das Autofokus-System hier auch selber entwickelt. Ist ein Autofokus, der anders arbeitet als der phasengesteuerte Autofokus von Konica. Die haben damals das Standardmodul quasi für alle Kompaktkameras gebaut. Das war ein anderes System. Deswegen konnten sie sich das erlauben, das 1,9er Objektiv da einzubauen. Ist eine wirklich ernstzunehmende Kamera. Also das ist kein Doofdödel-Ding. Würde ich jeder anderen Point-and-Shoot ehrlich gesagt vorziehen. Ja. Man hat auch das Gefühl, man hat noch nicht einen Fotoapparat in der Hand. Also wenn ich das schon mit dem Minolta Heimatic in Autofokus vergleiche, ist das ist ein wertiges Ding. Da klappert nichts. Nee, eindeutig. Und vor allen Dingen, was natürlich auch toll ist, man hat halt die Belichtungszelle ja hier vorne drin. Ne? Dings. Das heißt, wenn man Filter ist draufschreibt... Quasi TTL. Ja, genau. Ja. Obwohl es nicht TTL ist. So, dann haben wir die Canon AL1. Das ist die hier. Das ist dann die erste Kamera von Canon, wo unter dem ganzen Staub quasi ein Autofokus-System schon drin ist. Sieht man relativ, bleibt man mit der Kamera drauf. Und jetzt versuch mal, diesen Spiegel hier abzubilden. Oh, das sind ja richtig viele. Ja? Also wie viel Mess? Also wie hat er das dann gemessen? Was für einen Darunter Bereich? Ist eine Zeile von Messdioden. Mhm. Und die kann dann quasi bestimmen über das Raster auf dem Spiegel, wie weit ist etwas entfernt. Okay. Und im Sucher zeigt er über zwei Pfeile an, ist jetzt scharf oder ist... Achso, das heißt, wir sind doch gar nicht im Motor gesteuert. Okay, alles klar. Ja. Und wie zuverlässig war das dann schon? Sehr zuverlässig. Okay. Ja. Die Canon T50 war dann der erste Umschwung zu weiter, noch günstiger gefertigten Kameras. Steht hier vorne auch irgendwo oben. Hier haben wir hier vorne. Genau. Nur die Programmautomatik, also hat man da jetzt keine Belichtungsautomatik oder sonst was. Also genau. War jetzt wirklich runtergebrochen auf das für den Consumer Wichtigste. Richtig. Mhm. Die gab es dann nur als Profi-Version, als T90. Mhm. Die haben wir daneben stehen. Der fotografierende Belichtungsmesser. An sich eine perfekte Kamera, hatte nur noch keinen Autofokus. Minolta stand schon in den Startlöchern mit ihrer Kamera. Aber schick ist sie, die T90. Ja. Wer hat das designt? Das war der Colani, der Luigi. Luigi Colani. Und dann kam 1987 die
Der große Bruch. Ken hat all seinen Kunden vor den Koffer gekackt. Entschuldigt, also dieses Wort, aber hat das Bajonett über Bord geschmissen, hat das EOS-Bajonett, das EF-Bajonett rausgebracht und hat dann Autofokus-Kameras vorgestellt. Und da würde ich euch eine gerne noch in etwas ausführlicher Form zeigen. Das ist nämlich die EOS 3. Jawohl. Kommt jetzt mit der Canon R3 wieder. Das ist eine Kamera, wo der Autofokuspunkt per Auge gesteuert wird. Ich gucke also hier durch, gucke auf irgendwas und der Autofokus weiß, wo ich hingucke und stellt dann darauf scharf. Das ist irre. Ja? Also ich habe das ja vorher auch ausprobiert. Es funktioniert tatsächlich. Ja. Und das, obwohl ich eine Brille trage. Und obwohl die Kamera nicht auf dich kalibriert ist. Ach, die kalibriert sich auch nochmal. Du musst sie kalibrieren. Aber du gibst dann quasi vor, da gucke ich hin, da gucke ich hin, da gucke ich hin. Dann weiß sie, kann lernen, so und so funktioniert das. Das schon 1987. Nein, das war 1900. Schlag mich nicht tot. 1992 kam das mit EOS 5. Das ist dann die. Das sieht aber schon auch sehr aus wie die modernen Canons. Also ja. Kein Unterschied. Genau. Mhm. Was haben wir dann noch? 1988, springen wir ein bisschen hin und her, weil wir die schon vorgezogen haben, mit der RC470 die erste Autofokus-Digitalkamera mit Diskettenspeicherung. Oh! Ganz explizit. Genau. Was haben die für eine Auflösung dann geschafft? Ich glaube PAL. Oh ja, immerhin. Hieß auch damals Stillvideo. Ja? Wie viele Bilder waren denn da drauf? Das weiß ich in der Tat nicht. Ich habe mich um die Analogkameras gekümmert. Ja, ja. Stimmt, ist ja. Bevor wir noch eine vierte, ich würde sagen, damit machen wir jetzt keinen auch zu und sprechen beim nächsten Mal über andere Kameras. Es gibt noch ganz viele und wahnsinnig interessante, aber wir können nicht alle vorstellen. Genau. Dann. Damit hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss, bis dahin. Ciao.